Benötigt aber sehr viel Stärke. Das wäre also für New Game Plus eigentlich ideal, das Schild. Oder für später, wenn wir noch ein bisschen geboostet sind. So, als nächstes müssen wir uns um ihn hier kümmern. Er ist garstig, weil sein vertikaler Schlag, den er da gerade ständig macht, genau, der kann durchs Schild durchgehen zum Teil. Wow. Schild hoch und stirb. Ja, bei ihm dürfen wir nicht zu übermütig werden, aber ansonsten ist er im Gegensatz zum Keulenschwinger kein Problem. So, durch die Tür gehen wir erstmal noch nicht. Wir gehen nämlich erst hier runter. So. Öffnen noch eine Truhe. Mit einer Titanitscholle. Das wertvollste Titanit im Spiel, vor allem weil es eben dem in der Version ziemlich selten ist. So, und da kommt der Obermufti. Die Jungs waren im Originalteil verdammt gefährlich. Genau, wegen diesem Shieldbreak nämlich. Und sie sind immer noch verdammt gefährlich. Die Obermuftis. Wobei es im Original Dark Souls mehrere davon gab. So, wir sind wieder an dieser Stelle und dürfen uns nochmal durch die gesamte Prüfung durchrackern. So, erstmal durch ihn hier. Er ist ja nicht ganz so schlimm. So. An der Stelle bereue ich es, dass mein normaler Speer nicht so weit abgegradet ist. Sonst könnte ich denen mehr Schaden machen. Höchstwahrscheinlich. Au. Genau, das ist behämmert. Genau, spring ruhig etwas zurück. Solange er nur solche Schläge macht und nicht nach unten schlägt, genau, kann er uns nämlich hier so gut wie nie treffen. So. Und gibt netterweise auch den Löffel ab. Ich kann es ja mal spaßeshalber probieren mit meinem Speer plus 6. Aber ich glaube, kaum glaube, dass ich hier damit einen großartigen Blumentopf gewinne. Genau, der Schlag kann durchs Schild durchgehen. Oh, ich mach doch gut Schaden. Das Nette ist, er kommt nicht durch mein Schild durch. So. Dann müssen wir wieder nach hier unten. Und erstmal unsere Seelen wieder einsammeln.
Genau. Der Schlag kann richtig unfair sein. Das Gute ist, er kommt nicht hier rein. Das ging, glaube ich, gegen sein Schild. So, wieder zurückziehen. Kurz hochheilen, weil er heilt sich ja zum Glück nicht hoch. Also er hat kein Estus Flakor oder irgendeine Magie, mit der er sich hochheilen kann. Versuchen, hinter ihm zu bleiben. Da braucht er nämlich länger zum Umdrehen. Wow. Das war knapp. Ja, wir haben es doch geschafft. So, und das waren eigentlich alle vier Drakenaufseher. Skeptiker, Gewürz und Dämmerungskraut. Jetzt kommt eher was anderes Unangenehmes. Soweit ich mich richtig erinnern kann. Also erstmal ist hier eine Truhe. Das ist kein Problem. Genau, der Finstergreis Drachenzahn Willard. So, der dritte Drachenring, der mächtigste Drachenring, aber auch der instabilste. Genau, da ist Drachenzahn Willard. Da ist übelster Drachenzahn Willard. Aber er steckt gut ein gegen mich. Und ja, er trägt so eine Drachenritterrüstung. So. Er taucht grundsätzlich hier auf, sag ich mal. Und droppt auch die lässt auch die Drachenschuppe fallen. Wieder hier Sackgasse. Er taucht auch im Originalspiel hier auf. Ist aber ein bisschen garstiger zu erreichen. Und er bewacht ein versteinertes Ei. Jo, wo ist es denn? Versteinertes Ei. Ein großes versteinertes Ei enthält sicher kein Leben. In einem Ei ruht des Lebens Samen und so geht es als Symbol der tiefsten Geheimnisse des Seins. Doch was ruht in einem Steinei? Also ja, es ist ein versteinertes Ei, kein Steinei. Etwas Erstaunliches voraus. Noch mehr Drakenaufseher? Nein, ein versteinertes Etwas. Warum nicht? So, jetzt hier vorsichtig runter, weil hier war auch noch eine Kiste. So. Kristallzauberwaffen. Genau, hier ist der Duftzweig, den ich gemeint habe, der uns noch fehlt. So, von hier aus können wir wieder hier runter. Uns mal kurz heilen, weil ich glaube, jetzt kommt doch was Garstiges. Aber das sehen wir ja gleich. Ja, genau. Vorsicht vor Verbündeter. Hier leuchtet irgendwo was. Ich weiß noch nicht mehr, ob hier irgendwo ein Gegenstand so oder was versteckt war. Ich denke mal nicht. Wir müssen jetzt gegen ihn hier kämpfen. Die anderen können wir gar nicht anvisieren. Nur er ist feindlich. Und das Problem ist, er ist ziemlich blitzresistent.
Au, und hat eine grobe Kelle. Eine sehr grobe Kelle hat er. Aber er ist zum Glück ein Phantom, das heißt, er spawnt nur einmal. Und zum Glück macht er nicht genug Impf. Wow, außer er macht einen Shield Break. Mhm. An solchen Kämpfen merkt man, dass Dark Souls 2 ein bisschen beweglicher ist als Teil 1, wo man ziemlich viel blocken konnte. Aber man kriegt zum Beispiel sein Schild nicht mehr schnell genug hoch. Oh, jetzt benutzt er die Treppentaktik gegen uns. Das ist gemein. So, das hat jedoch geklappt. Genau, diesen Angriff dürfen wir nicht, von dem sollten wir nicht getroffen werden. Der Typ erinnert ein bisschen an den Ziegendämon aus dem ersten Teil. Wow, das war knapp jetzt aber. So. Weg mit dir. Und damit haben wir die Prüfung geschafft. Die Drachenritter wollen nichts von uns. Auch die da vorne nicht. Deswegen sollten wir sie ja nicht angreifen. Sondern eher auf dieses große Etwas, was sich da am Ende bewegt, zugehen. Hallo, riesiger Drache. Aber wirklich riesiger Drache. So, wir haben das Herz des Aschennebels erhalten. Von einem großen Drachen. Und mehr sagt uns der Drache jetzt erst einmal nicht. So, das Herz des Aschennebels ist ein super wichtiger Schlüsselgegenstand. Deswegen sollte ich ihn auch bei den Schlüsseln suchen. Genau, Herz des Aschennebels. Steigt hinab in die Erinnerung der Vergangenen. Vom uralten Drachen erhaltene Aschennebelform. Die Magie des uralten Drachen ermöglicht es euch, in die Erinnerung der Vergangenen hinabzusteigen. So. Jetzt muss man eins und eins zusammenzählen. Wir haben den Königsring, damit konnten wir drei Königstore öffnen. Das eine Königstor führt zum Thron des Verlangens, von dem uns schon jetzt viele berichtet haben. Einmal Aldia, gerade eben, als wir am Drachenhorst am Drachenschrein angekommen sind. Und jetzt auch dieser Drache hier hat uns davon berichtet, dass der Fluch mit Verlangen zusammenhängt. Und wir haben ja auch den Thron des Verlangens bereits entdeckt. Dort könnten wir hin, aber dort könnten wir noch nicht viel machen. Das nehme ich mal vorweg, auch wenn ich den Bossfight dort noch nicht getriggert habe. Ich könnte ihn euch aber mal im Voraus zeigen, indem ich dort einfach mal Koop versuche. Sobald wir ein paar andere Sachen abgehakt haben. Dann sind wir durch das Tor gegangen, das zu Aldias
Keep führt, das uns letztendlich hierhin gebracht hat. So, also jetzt wieder zurück zum Resümee. Und zu guter Letzt war da ja noch ein Tor im weitergefallenen Riesen, das uns zu einem zu einer weiteren Riesenleiche gebracht hat, wo auch wieder stand, es passiert hier nichts. Ja, dort müssen wir jetzt weitermachen. Da kann man drauf kommen, muss man aber nicht unbedingt.